Kapitel 22. Latias. Was würde er wollen? Das Ziel war es, zurück nach Schatzstadt zu reisen. Vom dortigen Strand aus kommt man normalerweise zu den Ruinen der Zeit, zumindest laut Blacks und Darks Aussagen. Allerdings war bereits früh klar, dass es keinen Sinn mehr machen würde, den kompletten Rückweg heute noch anzutreten. Wir würden bis Einbruch der Nacht den halben Weg schaffen, wenn es gut lief. Dementsprechend entschieden wir uns, einen Umweg durch den Wald zu nehmen, da dort das leuchtende Wasser unseren Schlaf nicht stören würde und wir eher einen guten Lagerplatz finden würden. Bei Sonnenuntergang fanden wir eine kleine Lichtung und, trotz etwas Widerspruch durch unser aller Lieblings-Soroak, entschieden wir uns, unser Lager an dieser Stelle aufzuschlagen. Und ich hatte bereits einen Plan für den Abend. Die Ereignisse des Tages spielten mir dabei gut in die Karten. Gut, wir brauchen Laub für die Nester und Holz und Steine für ein Feuer. Ein Seitenblick zu Lord Ecke und er verstand. Ich hole das Laub. Sofort ging er in den Wald. Auch Scheinux schien meinen Plan zu verstehen. Dann hole ich die Steine. Im Vorbeilaufen flüsterte er mir noch kurz etwas zu. Ich will danach aber alles wissen, okay? Ich nickte nur kurz. Spark, übernimmst du dann bitte das Holz? Das Blitzer schien an sich kein Problem damit zu haben. Ja, kann ich machen. Eevee, kommst du mit? Gerade als ich mich einschalten wollte, zeigte Sejong, dass auch er auf unserer Seite in dieser Aktion stand. Nach der Sache mit die Welt halt wollen, sollte Eevee sich lieber ausruhen, denke ich. Sie selber wirkte sich allerdings nicht so sicher. Ich fühle mich eigentlich wieder ganz in Ordnung. Ich kann ihn schon begleiten. Auch Funkenherz stieg ein in unser kleines Spiel. Wir wollen doch kein unnötiges Risiko eingehen, denke ich. Außerdem, das schaffst du doch bestimmt auch alleine, oder Spark? Irgendwie war es etwas ungewöhnlich zu hören, dass Funkenherz jemanden nicht mit Onkel oder Tante ansprach. Andererseits schien ihre Unterstützung Spark und Eevee auch eher zu überzeugen. Ja, schon. Ich mach mich dann mal auf. Er ging in den Wald, wobei er noch einmal einen Blick über die Schulter warf. Doch bald war er verschwunden. Eevee wirkte nicht sonderlich begeistert mit unseren Einwänden. War das jetzt wirklich nötig? Ich hätte ihn locker begleiten können. Denkt ihr, ich halte so wenig aus? Nun, wo Spark weg war, konnte ich endlich Klartext reden. Das weiß ich durchaus. Aber ich wollte wirklich dringend mal mit dir reden, während Spark nicht dabei ist. Auch Bulbi und Latios verstanden offensichtlich endlich den Sinn unserer Aktion. Ach deshalb, sag uns das doch nächstes Mal gleich. Wie, warum musst du mit mir reden? Und vor allem ohne ihn? Um einfach mal Klartext reden zu können. Eevee, was genau ist denn das zwischen dir und Spark im Moment? Sie war eindeutig nicht auf diese Frage vorbereitet gewesen. Und lügen tat sie auch schlecht. Wie, ich weiß nicht, was du meinst. Wir sind gute Freunde geworden. Das ist doch für niemanden ein Problem, oder? Tante Eevee, das einzige Problem gerade ist, wie schlecht du im Lügen bist. Er ist offensichtlich genug. Wie offensichtlich... Ihr... Ach, es ist doch egal. Vielleicht habt ihr ja recht. Aber es ändert sowieso nichts. Wieso sollte es nichts ändern? Rede mit ihm darüber. Jetzt, wo sie nicht mehr log, wirkte Eevee gleich deutlich selbstsicherer. Ich kann nicht. Wir haben uns erst vor so kurzer Zeit wieder getroffen. Und er hat mich immer gehasst. Es gibt keinen Grund, warum er mich auch so mögen würde. Er will wahrscheinlich nur seine Fehler wieder gut machen. Du benimmst dich wie im schlechten Roman, Eevee. Sogar ich sehe schon, wie ihr beiden zueinander steht. Und das, seitdem ich ungefähr 15 Minuten zurück war. Macht jetzt doch nicht sowas. Jeder außer euch sieht doch, wie sehr ihr euch mögt. Doch Eevee schien ihren Standpunkt weiterhin halten zu wollen. Warum diskutiert ihr das überhaupt mit mir? Ich meine, ich darf mich sowieso nicht mehr verlieben. Wir besprechen das mit dir, weil wir wollen, dass du glücklich bist. Und wieso solltest du nicht wieder lieben dürfen? Ihre Augen spiegelten den Schmerz in ihrer Seele wider. Na, weil... wegen Chelast. Wenn ich mich wieder verlieben würde... Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich würde ihn doch irgendwo auch verraten, oder nicht? Es ist einfach schrecklich. Ich habe Chelast immer geschworen, wieder und wieder, dass er der Einzige für mich ist. Auch Bulbi, die sich bisher zurückgehalten hatte, mischte sich hierbei ein. Das ist Schwachsinn und du weißt es, Eevee. Wir alle wissen, wäre er noch am Leben, dann wärst du ihm immer treu gewesen. Aber es war sein Schicksal.
Und das, was er bei unserer Begegnung mit die Weltteil getan hat, hat es doch nur noch einmal gezeigt. Er ist irgendwie immer noch bei uns, bei dir. Und er steht hinter den Entscheidungen, die du triffst. Vor allem, Ivy, was denkst du? Was denkst du, würde er wollen? Was würde Celeste wollen? Würde er wollen, dass du dein Leben lang um ihn trauerst, oder würde er wollen, dass du glücklich wirst? Du kennst die Antwort. Ich kenne die Antwort. Wir alle kennen die Antwort. Wir hatten es eindeutig geschafft, Ivy zum Nachdenken zu bringen. Ich... Gib mir noch etwas Zeit, ja? Ich werde mit ihm reden, aber... Nicht so früh. Und... Erzählt ihm nichts von diesem Gespräch. Keiner von euch. Diese Debatte schien hiermit am Ende zu sein. Ich entschied mich, Ivy etwas Gedankenfreiraum zu lassen, weshalb ich das Thema wechselte. Ich war nämlich sehr interessiert daran, weshalb Black nicht ein Wort im Gespräch gesagt hatte. Seit er sich uns angeschlossen hatte, hatte er beinahe ohne Pause geredet. Die meiste Zeit davon hatte er sich irgendwie beschwert. Aber als wir das Gespräch mit Ivy begannen, wurde er auf einmal ruhig. Sein Freund hatte sofort eine Erklärung, als ich die Frage stellte. Er wollte kein Wort verpassen, auch wenn er es nie zugeben würde. Hat Black bei Liebesgeschichten eine ganz sanfte Seite von sich. Es war relativ praktisch, dass Black nicht besser im Lügen war als Ivy. Schwachsinn, sowas passt doch gar nicht zu mir. Eben deshalb sagst du es ja keinem. Nach all den Nerven, die er mich über den Tag gekostet hatte, war es eine Freude für mich, ihn mal ein wenig nerven zu können. Da musst du wohl mal mit Bulbi und Shinux reden, wenn du sein Fan bist. Die Geschichte der beiden ist sehr besonders, die dürfte dir prima gefallen. Mein Plan ging tatsächlich gar nicht so gut auf, wie ich mir gehofft hatte. Denn seine Reaktion wirkte tatsächlich interessiert. Mach ich vielleicht. Es dauerte nicht lange, bis alle drei Fortgeschickten mit den Materialien wiederkamen und wir unser Lager vervollständigten. Als sich die Gelegenheit bot, teilte ich Lord Ecke und Shinux heimlich mit, wie das Gespräch verlaufen war. Und eine Weile später legten wir uns alle zur Ruhe. Am nächsten Morgen brachen wir relativ früh auf, weil Black das Warten zu doof war und er uns alle weckte. Wir reisten also bereits früh am Morgen weiter, sodass wir Giratina auch am selben Tag erreichten würden. Sollten wir einen Weg finden. Mein kleiner Seitenhieb an Black vom Vorabend half letztlich doch wirklich weiter, deutlich mehr als erwartet. Denn er sprach während der ganzen Reise kaum ein Wort. Er hatte Shinux und Bulbi tatsächlich gebeten, ihm von ihrer Geschichte zu erzählen, was die beiden fröhlich taten. Die einzige Unterbrechung gab es, als Shinux sich kurz wieder komisch verhielt. Letztlich war es nur eine Frage von wenigen Stunden, bis wir den Strand von Schatzstadt erreichten. Mit unserer doch recht großen Gruppe standen wir hier vor dem Wasser. Und jetzt? Latios sprach die Frage aus, die wir uns alle stellten. Also wenn alles wäre, wie es sein sollte, würde Giratina uns abholen. Tut er aber nicht. Dieser Beitrag brachte uns wirklich ein gutes Stück mit unseren Überlegungen voran. Also nicht wirklich, aber ich denke, das muss ich nicht extra erwähnen. Sejong hatte zumindest eine Idee. Ich kann mal gucken, ob es unter Wasser irgendwas gibt. Ich meine, kann gut sein, dass nicht, aber... Er tauchte ab und einige Minuten standen wir bloß da. Es tat sich nichts, allerdings war es auch ziemlich genau das, was wir alle erwartet hatten. Ich hatte bereits die Vermutung, dass es nur eine Option gäbe. Ich und Latios würden mit wenigen anderen fliegen. Sejong konnte schwimmen, aber alle könnten wir so nicht mit zu den Ruinen nehmen. Zwei oder drei Pokémon würden zurückbleiben müssen. Wenn ich mich umschaute und nachdachte, wahrscheinlich am ehesten Bulbis Familie. Aber meine Gedanken wurden ohnehin unterbrochen, als die bunten Algen auf dem Wasser sich spalteten. Sekunden später tauchte Sejong wieder auf. Also ich habe irgendeinen komischen Mechanismus gefunden, aber ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Bevor irgendjemand noch Vorschläge machen konnte, war Funkenherz bereits zu dieser besonderen Stelle im Wasser geeilt und testete den veränderten Ort mit der Pfote. Lass das besser, Funkenherz. Wir wissen nicht, ob das vielleicht... Shinux wurde jedoch von der Begeisterung seiner Tochter gestoppt. Diese wurde ausgelöst, als sie bemerkte, dass sie auf dem Wasser laufen konnte. Also zumindest an der Stelle, wo die Algen sich gespaltet hatten. Somit hatte das Wasser eine Brücke gebildet. Und wohin sie führte, war eindeutig.
Zusammen reisten wir also weiter, nun über das Wasser. Es war natürlich etwas ungewöhnlich und alle waren etwas nervös, da wir nicht wussten, ob vielleicht irgendwo der Bereich aufhören würde, auf dem man laufen könnte. Aber letztlich kamen wir bei den Ruinen der Zeit an. Alle zusammen und trocken. Dieser Ort machte seinem Namen wirklich alle Ehre. Selbst in einer heilenden Welt, so wie diese es war, gab es einen Ort, der nichts ausstrahlte, außer Zerstörung und Trauer. Ein ähnlicher Riss in der Luft wie bei Iveltal befand sich in der Mitte der Ruinen. Doch wir würden nicht ganz ohne Unterbrechung dorthin gelangen. Ihr lebt noch, dass ihr euch das wirklich traut. Die Stimme war unverkennbar. Dunkle Materie! Ich sehe, dass ihr meiner kleinen Falle doch noch entkommen seid. Das ist dann wohl die Schuld eures neuen Begleiters. Und diese Witzfigur von einem Sorok hat sich euch auch wieder angeschlossen. Na, da muss ich euch ja beglückwünschen. Also versucht ihr jetzt tatsächlich, die ehemaligen Wächter auf eure Seite zu bringen. Ja, aber wenn du hier und jetzt aufgibst, dann müssen wir es gar nicht mehr. Klingt doch nach einem guten Deal, oder? Ha, hättet ihr wohl gerne. Aber selbst wenn ihr mich besiegen würdet, hättet ihr keinesfalls gewonnen. Mein Lord würde euch trotzdem vernichten. Dein Lord? Du hast doch immer alleine gekämpft. Du warst dein eigener Chef. Das dachtet ihr wirklich. Seit unserer ersten Begegnung folgte ich den Befehlen meines Erschaffers. Essenzen basieren nicht auf eigenem Bewusstsein. Ich hatte schon immer einen Lord. Und er wird euch vernichten. Egal was ihr tut. Ihr hattet nie die Kontrolle über euer Schicksal. Ihr konntet es hinauszögern. Aber nicht verhindern. Gebt es einfach auf. Nie im Leben. Wir geben nicht auf. Jetzt wissen wir schon mal, wen wir dieses Mal besiegen werden. Wo ist denn dein Lord, wie du ihn nennst? Es war uns allen klar gewesen, dass wir auf diese Frage keine richtige Antwort bekommen würden. Das würdet ihr gerne wissen, nicht? Eigentlich wäre es auch egal, wenn ihr es wüsstet, aber verraten werde ich es euch trotzdem nicht. Wenn ihr ihn so dringend finden wollt, dann müsst ihr euch dafür mehr anstrengen. Ein Blick in die Runde verriet mir, dass die anderen einen ähnlichen Gedanken hatten wie ich. Dann werden wir uns diesen Irren wohl stellen, sobald wir Giranichtina auf unsere Seite gebracht haben. Aber wenn du schon mal hier bist, können wir auch etwas Vorarbeit leisten. Dieses Mal kommst du uns nicht so einfach davon. Leider schien die dunkle Materie in diesem Bereich eine andere Meinung zu haben. Ich könnte durchaus gegen euch kämpfen. Aber ihr seid gerade noch etwas zu viele für meinen Geschmack. Und ich kann es eigentlich nicht riskieren, diesen Körper zu verlieren. Nachdem der Lord sich so eine Arbeit gemacht hat, um ihn zu bekommen. Und er hat mir extra noch gesagt, dass er ihn noch brauchen wird. Deswegen denke ich, dass es gerade das Beste ist, wenn ich einfach klarstelle, dass du Unrecht hast. Von hier zu verschwinden, ist eine meiner leichtesten Übungen. Nur wenige Sekunden Bruchteile später war das Wesen leider tatsächlich wie im Nichts verschwunden. Nur seine Stimme teilte uns noch eine letzte Botschaft mit. Bald werden wir unseren Kampf bekommen. Ihr, ich und der Lord. Das Ende ist nahe. Ja, ja, lass die reden, Scheißteil. Vom Anblick seines größten Feindes wirkte Black wieder ziemlich gereizt. Vor allem jetzt, da er erst wirklich wusste, was es war. Aber was noch wichtiger war, wir wussten mehr über die dunkle Materie. Vom ersten Tag an. Von dem Moment, als sie mich damals übernahm, wurde sie von jemand anderem kontrolliert. Jemand anderes war von Tag 1 an das wahre böse Genie gewesen. Aber wer? Wir würden es wohl bald herausfinden. Aber zuerst stand die Schlacht gegen Giratina an.